Und wenn es sich nun herausstellen sollte, dass der HSV bereit ist, sich neu aufzustellen, würdest du zur Verfügung stehen für irgendein Amt? Ja, pass auf, ich sitze jetzt nicht hier und ich bin auch nicht auf Jobsuche und ich bin nicht da, um mich irgendwo anzubieten, aber ich bin gesund, ich bin guter Dinge und ich bin auch überzeugt. Ich bin auch überzeugt, dass ich noch so viel Know-how mitbringe, dass ich irgendeinem Verein hier in entweder der Bundesliga oder anderswo auf der Welt noch helfen kann. Und der HSV ist doch eine Herzensangelegenheit für dich, oder? Der HSV ist natürlich der Verein, der mir am nächsten steht, weil ich eben zu viel Gemeinsamkeit oder zu viel gemeinsam mit dem HSV erlebt habe, erfolgreich, aber auch weniger erfolgreich. Aber dennoch ist natürlich der HSV der Verein, bei dem ich am meisten emotional verbunden bin. Und dann ist ja nur noch spannend, ob du nochmal darüber nachdenkst, Trainer oder Manager zu sein, oder ob du mal die Geschicke von oben lenken möchtest, so als Präsident eines Clubs, der die Richtlinien der Politik vorgeben kann. Ja, auch das ist, denke ich, liegt ja auch auf der Hand. Sag mal, es war ja bei meinem letzten Verein eigentlich schon mit den verantwortlichen Leuten so besprochen, dass ich mich aus der Trainerposition langsam zurückziehe und dann halt mehr den Verein aus dem Büro heraus leite. Insofern ist es natürlich für jemand, der wie ich Erfahrungen als Spieler, als Trainer, aber auch als Manager mitbringt und natürlich in der Liga schon bei vielen Vereinen tätig war, sodass ich natürlich einen guten, sehr guten Überblick über die Vereine in dieser Liga habe, wäre das natürlich für mich sicher auch eine Möglichkeit, jetzt mich nochmal zu verändern und in einer anderen Funktion als der des Trainers Verantwortung übernehmen kann. Gut, damit ist eigentlich alles gesagt. Wir haben herausgehört, Felix Magath möchte sich auf keinen Fall anbiedern, aber er wäre durchaus bereit, den Hamburgern seine Handynummer mal herauszurücken. Die haben einige Hamburger schon. Ja. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag. Immer 18:30 Uhr. Auf Sport 1.